Woher kommt der Mensch? Ist der Mensch von Gott geschaffen oder ist er nur ein Produkt der Evolution? Es gibt 18% der Deutschen, die der Meinung sind, sie seien von Gott geschaffen. In den Vereinigten Staaten sind es fast die Hälfte, 40% der Bevölkerung ist dort der Meinung, aber eben auch in der amerikanischen Regierung direkt gibt es starke Verfechter des sogenannten Kreationismus. Das sind also die Leute, die sagen, wir brauchen nur in die Bibel reinzugucken und wenn wir jetzt die Bibel wörtlich auslegen, dann sehen wir doch, was da Fall ist. Und sie nennen sich allerdings nicht christliche Fundamentalismen der besonders wörtlichen oder Fundamentalisten der besonders wörtlichen Bibelauslegung, sondern sie nennen sich, um auch ein bisschen die Probleme mit der Wissenschaft zu vermeiden, nennen sie sich Anhänger der Intelligent Design Theorie. Und das Argument geht folgendermaßen: Alles, was wir um uns herum sehen, ist von einer solchen Komplexität. Das kann nicht von alleine entstanden sein. Das muss gemacht sein. Gott hat diese Welt gewollt und hat sie auch gemacht. Er hat sie nicht nur gewollt, er hat sie auch gemacht. So. Und gerade der Mensch mit seinen besonders tollen Fähigkeiten ist ein Ausdruck für die Schaffens- und Designkraft Gottes. Das ist ja eine ganz alte Geschichte. Spätestens seitdem Wissenschaftler sich auch des Menschen bemächtigt haben, gibt es die alte Auseinandersetzung: Ist der Mensch ein Teil der Natur, also ein Teil der Naturgeschichte, oder ist er praktisch von außen in die Naturgeschichte eingesetzt worden, so wie es in der Bibel drin steht? Ja, Mensch kommt da rein, platsch, und dann sagt ihm der Designer, nachdem er ihn designt hat: Jetzt macht er die Erde untertan. Ist ja eine schöne Vorstellung, eine schöne Machtvorstellung eigentlich. Ja, was ist denn jetzt nun eigentlich dran? Was wäre denn ein Anzeichen, dass man von den Säugetieren abstammt? Hier haben wir einen Kronzeugen, habe ich gleich mitgebracht, wenn Sie mal reinkommen möchten. Wie hieß es früher so schön? Der Zeuge Wahlberg. Zeuge Wahlberg, jawohl, da haben wir ihn. Mark Wahlberg. Er ist ein Zeuge für die Evolutionstheorie, ja, weil der Mann hat drei, das ist ein amerikanischer Schauspieler, der hat drei Brustwarzen. Es gibt eine ganze, also er ist nicht der einzige Mensch auf der Welt, der drei Brustwarzen hat, es gibt eine ganze Reihe. Und er hat seine Brustwarze, seine dritte Brustwarze hier unter der linken. Und also das heißt, die Brustwarzen bei denjenigen, die diese Mehrfachbrustwarzen haben, die tauchen nicht irgendwo am Körper auf, sondern entlang der Milchleiste. Ja, wer hätte das gedacht? Es gibt einen anderen klaren Hinweis darauf, dass die Evolution ein zu bevorzugendes Denkmodell ist, was die Entwicklung des Lebens betrifft, wenn man sich anschaut, welche Formen verwendet werden. Und ich will das mal hier an diesem Beispiel klar machen. Es ist also ein meditatives Spielzeug aus Indien, wo man hier sehen kann, wir haben also hier ein Drahtgeflecht und dieses Drahtgeflecht hier hat immer den gleichen Bogen. Und dieser Bogen ist eben verbunden und wenn ich das jetzt auseinanderziehe, dann kann aus diesem einfachen Ring zum Beispiel eine Kugel werden. Ja, eine Doppelkugel kann zum Beispiel sogar entstehen. Sowas. Und wenn ich das jetzt zusammendrücke, dann entsteht daraus eine andere Form. Es ist immer der gleiche Baustein, es sind immer die Drahtbögen. Und dann entsteht sowas daraus. Aber es lassen sich auch viele andere Dinge daraus entstehen, bauen, aufbauen, wie hier zum Beispiel sowas. Das nennt man Homologie. Eine ähnliche Form habend, aber unterschiedliche Funktionen. Und das findet man im Tierreich auch. Und zwar richtig stark. Ich fange mal mit Folgendem an. Hier haben wir Hand. Die Hand. Das ist die Hand des Menschen. Das ist die Pfote eines Hundes. Das ist ein Schwein. Das ist eine Kuh. Das ist der Tapir. Und das ist das Pferd. Es ist immer dasselbe. Durch Zusammendrücken wird hier Funktion verändert. Das Pferd geht praktisch auf den Mittelfinger. Ja? Oder noch besser wird es, wenn man ein Lebewesen betrachtet, noch klarer wird es, wenn man ein Lebewesen betrachtet, das so gar nichts mit uns zu tun hat auf den ersten Blick. Ein Riesensäuger, ein gewaltiges Tier, ein unglaubliches Tier, also Riesen, ein Wal. Und der hatte offenbar keine Wahl, der Wal. Das ist also ein deutlicheres Beispiel gegen einen Intelligent Designer als den Wal, gibt es eigentlich gar nicht, weil der Wal hat hier eine Flosse, die überhaupt keine Flosse ist. Das hätte man also als Intelligent Designer in der Abteilung Flosse, hätte man doch wirklich ein bisschen was anderes bauen können als sowas hier. Aber er hat praktisch eine Pfote genommen oder mit anderen Worten, er hat die Hand genommen, die wir vorher schon gesehen haben.
Der Wal hat hier hinten auch noch winzig kleine verkümmerte Hinterbeine. Wieso hat der Wal Hinterbeine? Der Wal lebt im Wasser. Ja, früher lebte er offenbar nicht im Wasser. Das heißt, der Wal war mal ein Landtier, ein Säugetier, das an Land war. Und mit dem ausgerüstet, was er so hatte an Instrumenten, ist er dann ins Wasser gegangen. Und dann wurde das umfunktioniert. Also hier sieht man deutlich dran, wie Evolution funktioniert. Trotzdem gibt es eben das große Argument in der Auseinandersetzung zwischen Wissenschaft und Theologie, gerade in der fundamentalistischen Interpretation der Bibel, dass da alles drinsteht, was der Fall ist und dass eben da der Mensch eben auch von Gott gemacht wurde. Das hat zu einer riesen Auseinandersetzung über die Jahrhunderte geführt und hat vor allen Dingen zu einer Variante von Gott geführt, die so ganz anders ist als das, was Anselm von Canterbury in seinem großen Gottesbeweis noch formuliert hat. Das Größte, über das hinaus nichts mehr gedacht werden kann. Was daraus geworden ist, ist ein Lückenbüßer. Ein Lückenbüßergott, der nur noch dort Verwendung findet, wo die Wissenschaft keine Erklärung findet. Und denn, wenn wir mal ehrlich sind, natürlich hatte man früher, als man überhaupt keine wissenschaftlichen Erklärungen für natürliche Phänomene hatte, da musste man an die Götter appellieren. Aber nehmen wir doch mal so einen ganz einfachen Fall. Wir wissen alle heute, und ihr wisst es auch, wie Gewitter funktionieren. Ja? Gibt es meteorologische Prozesse, die führen zu einer Aufladung der Atmosphäre relativ zum Erdboden. Deswegen kommt es zum Blitz. Der Blitz erzeugt einen Vakuumkanal. Der Donner ist nichts anderes als eine starke Luftbewegung in diesen evakuierten Kanal rein. Also ein Blitz und Donner ist nichts Göttliches. Nix. Alles durch, das kann man ausrechnen, nicht ganz genau, aber man kann alles ausrechnen. Man weiß genau, was passiert. Man hat Angst davor, wenn man draußen ist. Man sollte auch Respekt vor dem Gewitter haben. Aber man braucht keinen Donar mehr. Man braucht keinen Gott mehr, den die Germanen Donar nennen. Man braucht keinen Zeus mehr, der die Blitze schleudert. Braucht man nicht, auch keinen Jupiter. Ja? Das heißt, diese Götter haben dann praktisch an dem Tag ihre Arbeit verloren. Oh. Bei der Gewittererklärung haben sie dann gesagt, jetzt diese Tätigkeitsmerkmal muss ich jetzt als Gott abgeben, das haben jetzt die Menschen erkannt. Und so ist es die ganze Geistesgeschichte der letzten 400 Jahre gegangen, dass systematisch die Wissenschaft immer weiter und weiter und weiter vorwärts gekommen ist und man stattdessen irgendwie total vergessen hat, dass dabei jede Auseinandersetzung zwischen Theologie und Wissenschaft im Grunde genommen völlig blödsinnig ist. Aber nein, die Theologie hat darauf bestanden, Gott ist da, wo die Wissenschaft nicht ist. Man hat vergessen zu sagen, noch nicht. Wissenschaft ist gottfrei. Bei wissenschaftlicher Tätigkeit wird nicht nach übernatürlichen Gründen gesucht, nach übernatürlichen Ursachen. In physikalischen Gleichungen gibt es keine Integrale von Null bis Gott. Es wird auch nicht differenziert nach Gott. Wissenschaft ist eine absolut gottfreie Veranstaltung. Es wird ausdrücklich nicht nach diesen übernatürlichen Gründen gesucht. Und trotzdem muss es keine gottlose Veranstaltung sein.